Also, das ist eine Drehmaschine von der Firma Böhringer Göppingen, Baujahr 1890. Die zeichnet sich mit ein paar Besonderheiten aus. Die hat überall an den Schlitten diese Gewindespindeln, sind Linksgewinde. Also wenn einer daran arbeitet, dann muss er sich extra einarbeiten. Normalerweise stellt man rechts rum zu und da müsste er einmal links rum zustellen. Und zwar an allen Schlitten. Wir haben jetzt eine sogenannte Planscheibe aufgebaut. Damit können wir zeigen, dass man auch unförmige Werkstücke wie das hier aufspannen kann. Diese Planscheibe hat 4 Spannbacken, jeder einzeln verstellbar. Da hat sie noch ein sehr langes Maschinenbett. Dadurch ist man in der Lage, auch sehr lange Wellen zu bearbeiten. Wenn man jetzt so eine lange Welle bearbeiten möchte, dann ist die in der Mitte etwas labil. Dazu hat man jetzt eine sogenannte Lünette. Das ist jetzt eine feststehende Lünette. Die stellt man an mit den 3 Beistellschrauben und haben als Messingbacken als Gleitführung. Dadurch wird die Spindel stabilisiert. Der Nachteil von der feststehenden Lünette ist, dass man immer nur bis zur Lünette arbeiten kann. Und dann müsste entweder versetzt werden oder man müsste mit dem Schlitten auf die andere Seite fahren. Da gibt es aber noch eine mitlaufende Lünette, wo hier aufgespannt wird. Die können wir leider nicht zeigen, weil wir keine haben. Und die geht dann, mit der kann man so eine Welle dann durchgehend bearbeiten. Jetzt lasse ich sie mal laufen, dann sieht man, wie sich das Werkstück bewegt. Ja, noch eins. Diese Maschine wurde ursprünglich auch über eine Transmission angetrieben. Bloß, dass man jetzt die Funktion zeigen kann, haben wir einen kleinen Hilfsmotor hinten angebaut. Wir können jetzt mit der Maschine nicht echt arbeiten, weil sie etwas langsam ist, aber man kann wenigstens sehen, wie gerade so ein Teil ausgerichtet wird. Dann schalte ich mal ein. Sie sehen jetzt, auf einer normalen Drehbank würde sowas mit einem normalen 3-Backenfutter, wie wir es nachher sehen, nicht möglich sein. Aber dazu haben wir jetzt extra diese Planscheibe montiert. Und so jetzt kann ich in einer Aufspannung 1, 2, 3, 4 Konturen von dem Werkstück in einer Aufspannung bearbeiten. Das heißt, eine große Genauigkeit. Sonst, wenn man es auf einer normalen Fräsmaschine oder so machen müsste, dann kommt von jeder Aufspannung etwas Ungenauigkeit dazu, was hier nicht der Fall ist.